Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal. Wir spielen heute Resident Evil 2. Ja, und ich weiß, der Stevie hat Resident Evil 2 schon mit Leon durchgespielt. Deswegen spielen wir Resident Evil 2 heute mit Claire durch. Wenn ihr die Storyline sehen wollt, ja, bitte schaut euch dafür das Resident Evil 2 mit Leon, mit Stevie an zusammen. Weil wir werden heute das Ganze hier ein bisschen anders aufbauen. Aber werdet ihr auch gleich in dem Video sehen. Und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern werden direkt starten. Ja, nice. Damit beginnt's. Als Claire auf dem Moped. Aber super nice Moped, muss ich mir wirklich gerade sagen. Ne? Also, schöne Harley Davidson. Gönnt man sich. So, was ist denn hier passiert? Also wir sind jetzt hier an der Tankstelle angekommen, haben gerade noch mit irgendwem gequatscht, telefoniert. Keine Ahnung mit wem, aber it is here always. Polizei ist auch am Start. Aber leer. Dann gehen wir nochmal gucken, was jetzt hier drüber los ist, weil hier hat es ja ein bisschen geklimpert. Hallo? Hallo? Wer ist der? Irgendjemand hier? Wahrscheinlich nicht. Oder? Das sieht nicht gut aus. Hallo? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist hier passiert? Wollen wir mal gucken. Ist hier irgendwer? Hallo? Bist du Misters? Alles in Ordnung? Da ist jemand. Hallo? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Okay. So reden kann sie nicht mehr, oder was? Kannst du noch zeigen, oder wie? Na gut. What? Was ist hier denn für einer? Hey! Was zum Teufel? Ja, netter Typ. Hey, sperrt uns erstmal hier ein. Ja, da haben wir natürlich ganz viel Spaß bei. Dann gucken wir mal, was erwartet uns hier? Halt still! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurückbleiben, Ma'am! Nicht näher! Oh mein Gott! Weg von ihm! Ich sagte, weg von ihm! Ja, genau! Kommen Sie mir nicht näher! So, der große Unterschied zwischen Stevie und meinem Spielstil ist, ich baller alle weg, was ich hier finden kann, ne? Stevie ist ja immer sehr munitionssparend. Ja, muss man dazu sagen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen besser. Aber ich nicht. Bei mir wird alle draus gerotzt, was ich in die Finger kriege. Also wir haben einen Revolver. Ein bisschen Munition noch. Nicht mehr viel, aber ist okay. Soll da ausreichend sein. Unmöglich. Jetzt, Alter. Ist der am Leben? Liegen. Was hast du denn liegen können, hab ich gesagt? Nochmal? Okay. So. Drei Schuss. Keine Munition mehr. Alles schlecht. Aber ich weiß, von wem, glaube ich, die drei Schuss noch sind. Ich hab jetzt erstmal hier eine ins Gesicht geschossen. Dafür, dass du mich eingesperrt hast. In die Nase. Weg! Lass uns schnell raus! Wow, was bist du denn? Nicht schießen! Runter! Leon! Ja, da kommen wir zu Leon! Ab und zu werden wir Überschneidung haben. Wir müssen raus hier. Aber mal gucken, wie das kannst du noch weitergehen. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Niemals! Oh, Scheiße! Auf in den Kampf! Ich hab leider nur noch zwei Schuss. Ja, die ist nicht viel. Los jetzt! Gib uns um! Rein da! Jo! Festhalten! Nice. Okay, auf geht's nach Raccoon City. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir aussteigen und laufen. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Aha. Clever Kerlchen. Oh Gott, was ist da los? Nice. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon,
hoffe nicht. Fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Wow. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Das lief ja mal semi-gut. Ja, zum Glück ist er ausgestiegen. Hoffen wir mal, dass... Alter, genau. Als ob sie jetzt noch aufstehen würde. Die hat sich doch dabei alles gebrochen. Sagen wir mal ehrlich, oder? Also. Claire! Claire, alles klar? Oh, er liegt auch noch. Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Oh, Scheiße. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ja, okay. Wir treffen ihn bei der Station und wir verdünnisieren uns. Sind ja ein paar Leutchen hier. Hallo, Freunde. Ah, hier steht alle auf. Ist klar. Ist klar. Lasst mich in Ruhe. Schön zumachen. Schön. Genau. Super nice. So, damit sind wir in der Raccoon Police Station. Mit zwei Schuss. Alles gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Munition, aber... Wir schauen mal. Wir schauen mal. Na, dann gehen wir da einfach mal rein. In the station. Sehr nice. Die Umgebung erkunden. Irgendjemand hier? Ja, brüll da noch mehr rum. Pool. Ja, da steht nicht umsonst Keep Out. Aber... Wir werden mal hier drunter durchkriechen, weil ist ja schön. Macht man halt so. Toll. Ja, denke ich mir auch gerade. Ganz toll. Wo bist du? Na, er wird irgendwo da hinten sein. Oder? Er sagt Ostkorridor. Schätze ich mal, wir müssen hier lang. Es ist aber auch verdammt dunkel. Ach, wirklich verdammt dunkel. Was knarzt hier so? Konzentration, Claire. Oh. Konzentration. Konzentration. Mira? Okay. Hier sind wir anscheinend im Presseraum. Scheint so zu sein. Aber das ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir sollen ja hier dem Typen irgendwie helfen. Ah. Ja, das war... The Lady. So, dann gehen wir noch mal gucken. Wo haben wir denn den guten Boy? Oh Gott. Aufmachen! Ja, ja, ja. Ich komme. Aufmachen! Ich bin mach sofort da. Mach die verdammte Tür auf! Ja, warte. Hier, Tür komm. Aufmachen! Komm raus jetzt! Aufmachen, bitte! Ja, hier, geben Sie mir Kraft! Hilfe! Festhalten! Geben Sie mir die andere Hand! Was ist denn daran okay? Der Typ hat Schmerzen, oder? Oh mein Gott! Der Typ hat Kipp unterhalten. Sag, Marvin. Was? Was soll ich denn machen? Tut mir so leid. Okay. Oh Gott. Lulu Obstruct. Okay, okay. Alter, das sieht nicht... Das ist... Nee, das ist einfach... Nee. Ah, okay, hier haben wir. Ja. Okay, hier haben wir die Codes. Kehrt zurück zur Eingangshalle. Ja, dann. Hallöchen, wer bist du denn? Der hat mich gesessen. Sorry. Ja, schon. Wollt's nachladen? Warten Sie eine Sekunde. Dankeschön. Kann ich nochmal nachladen? Oh. Da kam noch jemand.
Wir lassen ihn mal in Ruhe. Geh mal weg. Sonne. Zack, 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 zack. Wir beide liegen erstmal. Nice. Oh Gott, wir sind einfach mal. Wir gehen ganz schnell zurück hier. Zurück in die Eingangshalle. Gib ihm. Ja, nun komm, nun. Lass doch mal hier durch. Hilfe! Wer, was? Wer bist du denn? Ich bin dran. Okay. Alles klar? Ja. Danke. Du bist sicher. Vorerst. Und wer bist du? Marvin Brenner. Ah, Marvin. Es gibt aber noch David. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja. Naja. Ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Sie ist ja keine Polizistin, oder? Sie ist ja nur die Schwester eines Polizisten. Hier. Du brauchst das sicher. Was denn? Nein, ich nehme das, das nicht. Sie werden das. Waffenteil? Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Okay. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn. Ja, wir werden wahrscheinlich ausschalten anstelle von rennen. Also wir haben keine Munition mehr. Dann müssen wir rennen. Okidoki, Kampfmesser. Sehr geil. Bereithalten und schlitzen. Na, da sehe ich mich doch. Aha, okay. Cool, cool, cool. Na gut, also, denn gehen wir mal bei der Kuchen. Wir müssen ja das Rätsel lösen. Mit diesem Löwen und Co. Guck mal hier, hier kriegen wir den ersten die erste Medaille. Also, Löwe. Blättchen. Hol. Sehr gut. Die Leon-Statue. Iron. Die werden wir jetzt auch gleich schon mal einsetzen. Flup. 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 Sehr nice. Also hatte Elliot recht. Ja, er hatte recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Noch müssen wir ein bisschen arbeiten. Landete. Bei dem geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Gucken wir uns hier mal ganz kurz an. Eieiei. Ja, dem geht's gar nicht gut. Alter. Wer ist da? Wer ist da? Was ist denn mit ihm? Wie kommt er denn da oben hin? Okay. Gut. Sein Kopf. Okay, da hier ist Brüch wieder so ein Special. Was ist das denn? Ja. Sowas legen wir uns bestimmt gerne an. Mich gar nicht. Was gibt's hier? Das ist ein Lämmige. Das ist das Geschmack daneben. Mistviecher da. Bleib doch hin. Kleine Mistmann. Du sollst liegen bleiben, habe ich gesagt. Liegen bleiben. Mann. Das ist denen mal fünfmal sagen jetzt, ja. Unglaublich. Wie gesagt, bei mir, Munition sparen, fehl am Platz. Ich sag's euch, bei mir wird rausgeballert, was rausgeballert werden kann. Welcome Leon, stimmt. Genau, und hier drin stand jetzt erstmal von wegen, wie wir hier unser Schloss hier öffnen können. Und zwar mit den Namen. Marvin, Rita und, bist du? George. Marvin, Rita,
George. Nummer 1. Nummer 2 ist David. Elliot. Und Neil. Nett. Genau, nett wart. Nett schlecht. Schnelllader. Jawoll. Da sehe ich doch meinen kleinen Revolver. So, was haben wir hier noch Feines? Hier haben wir noch einen Safe. Genau, und wir wissen, dank Steven, wie die Kombination ist. 9. 15. 7. Ah. So, und damit haben wir uns schon mal die Gürteltasche erschlichen. Ja? Wie gesagt, wenn ihr die komplette Story sehen wollt, dann schaut euch bitte das Let's Play von The Stevie an. Wir werden das bei uns jetzt hier, wie gesagt, ein wenig anders handhaben. So, wer ist jetzt hier aufgewacht? Das ist jetzt bestimmt der Typ hier aus dem Büro aufgewacht. Kann halt sein. Ja, ja. Maul mal rum hier, ich gehe hier lang. Was haben wir hier? Schließfachnotiz. Ach ja, hier gibt es ja dann die wunderbaren Ersatztasten, die wir dann finden müssen. Weil uns fehlen ja Tasten, ne? 102, 103 können wir schon mal nicht nehmen. 106 könnten wir nehmen und 109 könnten wir nehmen. Also, gehen wir mal hier hin und sagen 106. Ende. Wunderbar. Und 109. Wunderbar. Ja gut. Vor allen Dingen, ich finde es witzig, diese Tasten könnte man auch mit einem spitzen Gegenstand einfach reindrücken. Ja, dazu brauche ich keine Taste. Nicht ehrlich. Aber gut, wir nehmen jetzt erstmal hier uns einen Film und Munition. Munition finde ich, ist, kann man immer gut gebrauchen. Kann ich mich einmal kurz nachladen. So, okay, damit haben wir jetzt hier das Schließfächchen einmal durch. Hier ist auch noch wer. Dich nehmen wir mal kurz mit. Damit du mir nicht auf den Sack gehst, machen wir dich mal hier soweit dicht. Genau, Fenster verbarrikadieren. Kannst du hier schönes ans Fenster klopfen, wenn du möchtest. Hab ich gar kein Problem. Gar kein Problem. Und den gehen wir jetzt mal den Film uns jetzt hier ausdrucken. Erinnerungsfoto. Ah, eine Statue mit einem Zepter und einem Buch drin. Okay, das wird ein Hinweis sein, den wir später benötigen. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. So, und auf geht's nach oben. Okay. Wait a second. Reload. Okay, du fällst runter, das finde ich cool. Die halten echt eine Menge aus, muss ich sagen. Also, holla die Whitefee. Die fressen echt viele, viele Kugeln. Das ist gar nicht so simple. So, dann gucken wir mal, wie sieht's hier aus. Okay, hier brauchen wir das Rädchen. Und hier haben wir ein Schließfach. Und da, glaube ich, war das ganze Cap. Right. Was finden wir hier denn? Brandgranaten. Was hat hier los? Hallo. Hat sie ihn weggekickt? Ah, ein tragbares Tresor. So, und hier gibt es ja dann immer so eine Kombination. Endlich. Meine Güte. Auch lange genug gedauert. Den Tresor zu öffnen, um da drinnen zu finden, eine Ersatztaste. Wunderbar. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder ein bisschen weiter. Ja, der da unten ist immer noch da und möchte gerne ein bisschen. Was ist das? Ist hier noch einer? Nope, hier ist keiner. Sehr gut. DCM. So, was finden wir hier? MP-Munition. Wir finden noch eine MP. Nice. MPs finde ich ja immer sehr gut.
So, jetzt haben wir einmal hier nochmal den Schlüssel. Okay. Was war das? Was ist das? Hier irgendwas? Hallöchen? Jemand hier? Also hier geht's weiter. Aber hier... Hallo? Oder ist hier niemand? Okay, ah ja, da wurden wir drauf gewarnt. Das ist ja so eine Art... Ich glaube, Stevie hat die Licker genannt. Glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Begriff ist von dir. Könnte sein. Muss nicht sein. Okay, hier gibt's... C4. C4? Nice. Und wir brauchen irgendwie einen Sprengsatz. Claire, Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Okay. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Okay, Marvin. Ich komme gleich zu dir. Marv. Bin ich hier eigentlich durch? Ja, nice. Bin ich nie gelandet. In der ganz anderen Welt. Sehr gut, weil dann können wir nämlich hier gucken... Pferdestatue. Was war denn nochmal die Pferdestatue? Die Pferdestatue hatte Fisch, Krebs. Was ist das? So ein Top. Top. Okay, cool. Haben wir das mit dir auch? Finde ich nice. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ach, hier komme ich nicht. Komme ich nicht durch. Okay. Ja, mach die Tür auf. Trau dich. Ja, komm. Werde ich die Alter auch nicht treffen, ne? Der erste Schuss erstmal daneben. Ja, ja. Ja. Ach, weiter Reut. Ein rotes Buch. Warte mal mit. Benutzen. Komm mal auf, damit ich raus kann. Das wäre super nice. Dankeschön. Okay, dann hätten wir das auch schon mal. Wir laden mal ganz kurz nach. Bringen gleich noch das... Ne, wir bringen jetzt schon mal das Medaillon nach unten. Marv sitzt da noch. Der hat ja auch was für uns. Lass uns mal gucken, was er noch für uns hatte. Da bist du ja. Da bist du ja. Komm her. Boah, geht auch anders. Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Ja, Leon Kennedy oder so. Der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Okay, Marv, weiß ich Bescheid, danke dir. Ich danke dir für die Infos, aber vorher werden wir hier erstmal nochmal ganz kurz was wegpacken. Das da. Sehr gut. Bald haben wir alles da, um es zu öffnen. Das finde ich sehr gut. Jetzt können wir erstmal nach oben gucken, worauf Marv uns ja hingewiesen hat. Dass hier der Leon da ist. Also werden wir uns erstmal den Leon angucken. Aber vorher, glaube ich, kommen wir in so ein Büro. Das ist, glaube ich, noch so ein Safe. Genau. Ja. Und da war es... 6. 2. Genau. Was finden wir? Ein erweitertes Magazin für eine Pistole oder Waffe, die wir noch nicht haben. Okay, cool. Ja, moin. Was ist denn hier passiert? Ach, das war der Helikopter, der vorhin durchgefunkt hat, dass er uns hier retten will und landen und so. Ja, ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut, oder? Claire? Claire? Leon? Leon! Ich bin gleich da! Warte kurz. I'm coming to you. It brennt. Ja, komm schon. Leon! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja. Bestens. Alter, was ist mit ihr verkehrt? Hat sie sich jetzt schon verliebt, oder was? Nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Guck dir mal an, wie sie ihn anguckt. Ich himmel ihn ja förmlich an. Ja.
Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Ja, was dann? Leon, du solltest gehen. Woher? Ja, Leon, das sieht nicht, nicht um mich. Ich bring dich einfach in Sicherheit. Klar. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich nicht im Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Das ist richtig romantisch hier. Super. Kann ich hier irgendwie so... Hey, Marvin, das ist die Idee. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Was ist mit Marvin los? Gott, das darf nicht wahr sein. Nein! Marvin! Das ist kein gutes Zeichen. Ich bin ehrlich. Marvin reagiert nicht. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen jetzt gucken, was mit Marvin passiert ist. Zumindest brauche ich das Ding hier. Genau. So, damit ich hier rauskomme. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir noch Miet. Also schön. Das da. Die Krubbel. So, was mit Marv? Marv, was ist mit dir los, Marv? Okay. Muss mich beeilen. Ja, was ist unsere nächste To-Do? Einhorn, Löwenmedaillon? Ja, okay. Genau, wir gehen jetzt im Badezimmer um. Mit dem Kreuz, mit diesem Zahnrädchen. Ist ja kein Zahnrädchen mit dem. Ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Um da oben das Wasser abzustellen. Nein, da werden wir jetzt, da gehen wir jetzt mal hin. Und wir sind endlich da angekommen, wo wir hin wollten. Und zwar hier hin, damit wir dieses Rädchen benutzen können. Ja? Sehr nice. Okay. Da ist er. Hier ist keiner, hier ist niemand. Okay. Du fällst einfach nur um. Das ist für mich völlig in Ordnung. Okay. Alter. Was zur Hölle ist das? Das ist auf jeden Fall was. Entweder schleichen wir uns jetzt dann vorbei. Oder jetzt. Kriegt jetzt einfach eine fertige Brandgranate ins Gesicht gefäffelt. Brandgranate. Oh, Alter, der hat aber mal gesessen. Okay, der braucht zwei Brandgranaten ins Gesicht und ich brauche erstmal Heilung. Benutzen! Was hat der mal weh? Okay, merken wir uns. Sowas kann wehtun. Wechseln wir da mal ganz schnell wieder auf. Revolver. Ja. Ah, hier kommen wir weiter. Okay. Nach langem Suchen endlich einen Weg gefunden. Und damit kann ich endlich auch sag schon, die Sprengung durchführen. Wir müssen einmal ganz kurz erst noch die Batterie holen, die beiden miteinander kombinieren. Und dann können wir nämlich oben das C4 durchsprengen. Und ja, dann können wir glaube ich... Ich glaube, dann können wir... hier unten raus. Glaube ich. Ja? Genau. Also wir gehen jetzt erstmal nach oben und machen eine kleine Sprengung. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Jetzt können wir anfangen zu sprengen. So, jetzt machst du bestimmt Kaboom. Und? Kato. Und das war jetzt gerade gut. Weil jetzt irgendwer auf uns aufmerksam geworden ist. So, und wir brauchen die Frau, Pfeil und Bogen und die Schlange. So, die Frau, Pfeil und Bogen,
Holy Schlumi. Haben wir? Sehr gut. Können wir das letzte Medaillon hinsetzen und können sagen, jo, komm mal. Wir verdünnisieren uns. Also ich hoffe, dass er mitkommen kann. Marv, wir haben es geschafft. Benutzen. So. Na, dann haben wir zumindest schon mal den ersten Part soweit durch. Heißt, wir werden jetzt hier gleich mal reinsteppen und quatschen auf Feuer mit Marv. Na gut, Marv. Auf geht's. Marv? Marv? Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht aber jetzt. Marv, komm mit. Da geht's wohl unter die Erde. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Ja. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Marvin, kommen Sie. Holen wir Sie hier raus. Ja. Los. Ja, ja. Komm mit. Alles okay? Wahrscheinlich nicht. Oder? Nein. Geh nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen bitte dringend ins Krankenhaus. Claire. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Nicht gut. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse sie nicht einfach hier. Claire, bitte. Geh. Geh. Tu es für mich. Okay, Marv. Wenn du es bist. Und mir so tief in die Augen geschaut hast. Okay. Da hat sie sich aber lange hey, Marvin. Die Antwort. Aber egal. Hey, Marvin. Marv. Danke. Und danke, Marv. Ich werde das nie vergessen. I swear. Na gut, dann sind wir jetzt hier unten angekommen. Und jetzt gucken wir mal. Alter, hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Munition für den Belly. Die er auf jeden Fall braucht. Aber hier? Hier können wir nochmal wieder. Oh. So, das war's an Munition. Das ist not so cool. Aber dann fahren wir da einfach mal runter. Gehe hier kurz auf die hier und sagen nachladen. Ich habe jetzt ja nur noch zwei Brandgranaten. Und ja, keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Am Arschstadt. Ja. Hallo? Da oben läuft die Krank. Hallo? Bleib doch stehen. Wir können doch zusammenarbeiten. Lass uns doch zusammenarbeiten. Aber nee, die Person rennt einfach nur weg. Wer ist denn da? Hallo? Wer ist sie denn? Hey! Wo kommst du denn her? Ist okay. Ich tue dir nichts, versprochen. Wer bist du? Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Na komm. Du, was denn? Du brauchst Hilfe. Warum brauch ich denn Hilfe? Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Ja? Er ist genau hinter dir. Wer denn? Was? Lol, wer bist du? Oh mein Gott. Dein Ernst? Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Das glaube ich einfach nicht. Ja, du bist. Doch, ich muss ganz schnell woanders hin. Ganz schnell! Schnell die Pistole wechseln. Nachladen. Ich hatte die Hoffnung, dass das jetzt ausreicht für ihn, aber
Das sieht nicht danach aus. Ich habe ein Problem. Kombinieren. Oh nee, vielleicht habe ich doch kein Problem. Kombinieren. Bist du? Wo kommst du? Kommst von da, okay. Bleib doch ruhig! Bleib doch! Mach doch nicht sowas! Alter, jetzt ruhig dich! Mach nicht einen auf diesen! Nein, nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Der tat weh! Das war unfair! Ich bin's mit dir, du bist dein! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mach nicht so. Okay, mach nicht so. Okay, warte. Lass mich ganz kurz. Leck mich am Arsch, wo bist du? Hallo? Tschüss. Oh Mist, wo ist der? Ja, das war ich mich auch gerade. Where do you go? My lovely, wir sind überall Sackgassen. Oh, where do you go? Das finde ich nicht gut. Das ist nicht ganz schön. Alter, hast du mir gerade einen Scheitel gezogen, oder was? Hit me, baby. So. Auf geht's! Wer war das Kind? Okay, du bist auf jeden Fall Hundi? Oh, Kacke. Und wo ist das Kind jetzt? Ah, er ist weg. Erstmal, fürs Erste. Wir werden ihn bestimmt irgendwann nochmal wiedersehen. Leider. Aber wer war dieses Kind? Hey, Kleiner, es ist vorbei. Komm raus. Alles okay. Er ist weg. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Genau. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Und dann? Suchst du mit mir meine Mom? Oh Gott. Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Oh Gott. Ja, ich hoffe es. Puh. Mäuschen. Das ja. Wird nicht gut gehen. Na klar. Ich helfe dir. Ja. Ich helfe dir, aber ich verspreche dir nichts, dass wir da irgendwas finden. Aber gut. Sie hat uns erstmal auf jeden Fall die Leiter runtergelassen. Dann gucken wir erstmal, wer bist du denn überhaupt? Wie hast du es überhaupt geschafft, hier unten so lange zu überleben? Mal ganz ehrlich. Er bewegt sich nicht. Dacht wer? Du hast es geschafft. Ja, siehst du. So kann's gehen. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Okay. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Sie eine Wissenschaftlerin? Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Und wo ist dein Dad? Ja. Er arbeitet mit meiner Mom, aber er ist weg. Okay. Wie, er ist weg? Also. Wow. Das ist nicht schön. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Das ist auch nicht schön. Oh, tut mir leid. Brauchst dir nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? Ja. Also... Ja, kann man... Man kann das auch so sehen. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Also jetzt haben wir aber die kleine Marke die ganze Zeit im Schlepptau. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schiss, dass uns jetzt irgendwas passiert. Wo wir die kleine Maus verlieren. Ich muss sie jetzt natürlich auch noch separat beschützen. Also,
Gehe ich jetzt mal von aus. Oder? Also, ich hoffe nicht, dass die irgendwie Schaden nimmt. Aber das werden wir ja dann gleich sehen. Ob, oder ob nicht. Hier. Komm schon. Da drüben! Wie, was da drüben ist? Da drüben? Ja, da drüben ist ein Tor, aber da kommen wir bestimmt noch nicht. Da kann man bestimmt es noch nicht raus. Es ist zu. Ja. Können wir hier irgendwie... Ja, da fehlt uns natürlich die Parkkarte. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Ja. Komm schon. Hilf doch mal. Was soll sie denn bitte machen? Wenn ihr jetzt zusammen dieses schwere Tor irgendwie öffnen könnt. Beziehungsweise anheben. Also. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Oh, was ist denn jetzt los? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Wer bist du denn? Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das was meinen Sie denn? Nicht ernst. Was ist mit ihm verkehrt? Auf den Boden, jetzt. Freundchen. Sherry, fessel ihre Hände. Wieso tun Sie das? Sei still. Tu es. Was? Okay, dann du gehorchst mir jetzt oder sie ist tot. Genau. Die kleine Maus auch noch so einschüchtern. Willst du mich... Alter. Was ist er denn für ein was Typ? Was soll dieser Mist? Kindeswohlgefährdung fürs Erste. Was? Ist jetzt eine Ausrede, oder was? Komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Carrie? Alter. Hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, du kommst jetzt mit mir oder sagst lebe wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Natürlich. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Was ist denn dein Job? Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Alfred. Oh ja, das wird. Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Das könnte ein Problem für ihn werden. Was hat sie denn jetzt fallen gelassen? Vorsichtig, Sherry. Okay. Der Garagenschlüssel okay. Bekommen. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Ja. Dies, ja. Vor allen Dingen, von wo ist denn der Typ gekommen? Der Typ kam bestimmt von hier. Hat er sich hier eingebunkert, oder war das mit ihm verkehrt? Er, Miss Kell ist der Polizeichef? Ach du Scheiße. Na, ja, dies kann doch nicht gut ausgehen. Also er ist der Polizeipräsident, oder der Chief. Der kleine Wichser. Wenn wir uns den wir bestimmt mal wiedersehen. Da. Auf er sich dann auf jeden Fall freut. Hier schlemmert wer? Wahrscheinlich hier drinnen, oder? Oha. Oha. Wir gehen mal zurück. Und lass ihn die mal kurz alleine. Mit den Hundis. Hier kommen wir nicht durch. Sehr gut. Hier kommen wir auch nicht durch. Sehr gut. Das heißt, wir müssen zu dem Viech in den Raum. Wir müssen also dahin, wo er gerade die Hunde verspeist. So, das heißt, wir hätten hier zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt Theorie 1. Wir könnten angeblich an ihm vorbei, ohne Geräusche zu machen. Wird schwierig. Bin ich ehrlich. Wir könnten ihm aber auch einfach eine Granate ins Gesicht hauen. Und uns einfach verpissen.
Aber wir machen... Versuchen jetzt mal sneaky durchzugehen. Ein bisschen. Okay, haben wir sogar geschafft. Das ist, war vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier ist was drin. Okay, cool. Das ist ein Schlüssel. Sehr nice. Was willst du denn hier? Viel hier aber auch fressen. Guck mal, wie viel Schuss der schon von mir gedrückt bekommen hat. Der lebt immer noch. Der Wichser. Was war jetzt hier so wichtig, was wir gefunden haben, was uns weiterbringt? Ach ja, der Schlüssel. Le Key. Ach, und jetzt muss ich wieder an den Viechern vorbei. So, kurz nachgucken. Okay, überall ist full. Okay, an beiden komme ich jetzt nicht mehr vorbei. So viel ist safe. Okay, den ersten haben wir getötet bekommen. Den zweiten hoffe ich jetzt auch. Ein. LOL! Oh nein! Okay. Der hat jetzt eine böse Granate gefressen. Und wir müssen uns ganz böse gegenhalten. Okay, krasse Action. Und irgendwie hört sich das noch nicht so safe an, dass wir hier wirklich safe sind. Bin ich ehrlich? LOL! Kommst du denn auf einmal her? Oh oh. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Munition mehr. Deswegen lasst mich bitte in Ruhe. Okay. Ohne Munition wird das Spiel tricky. Aber so spiele ich halt. Ohne Munition wird das Ding hier durchgerocket. Was seid ihr? Oh yeah. Kommen wir hier. Sehr nice. Ein paar Zusatzteile. Das gefällt mir. War das dein Hässchen? Ah, wir haben den Fahrstuhl aufgemacht. Okay. Jetzt ist aber noch die große Frage der Fragen. Klar habe ich jetzt die Sachen alle so weit gefunden, aber ich bräuchte mal so ein Safe-Point, weil ich glaube, ich habe nämlich noch Zubehörteile für ihn. Und dazu wäre eine Kiste ganz geil. Wo sind wir denn hier? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Hä? Wo sind wir denn? Wir sind im Chefbüro. Hier gibt es jetzt noch ein paar Sachen und ein paar Hinweise zu den Tieren. Schweinchen, Weibchen und sowas alles. Okay, cool. Ja, und hier komme ich nicht raus. Das ist nicht so cool. Auch jetzt Polizeichef. Bin ich ehrlich? Würde ich mir sowas nicht anschaffen.
Aber hey, muss er wissen. Gibt's denn hier noch irgendwie was? Chefbro, gab's jetzt nichts weiter? Hier gibt's noch was. Nice. Lass mich raten, dazu brauche ich aber zwei Teile. Zwei Elektronik-Teile. Was ist das denn? Da ist ein Schlüssel drin. LOL. Okay. Die Reparaturservice. Ja, die Schaltschrankteile sind wo? Im Glockenturm des Lagerhaus im Uhrenturm. Na super. Im Uhrenturm. Ja, und dementsprechend komme ich da nämlich nicht ran. Das ist kacke. Was ist jetzt? Wir sind eigentlich in der. Null. Wir sind in der Polizeistation wieder. Okay. Okay, wo geht's hier runter? Was ist das? So, da ist jemand. Hallo? Hab ich hier eigentlich noch so ein Brettchen? Ja, hab ich. Zack. Kann ich mal benutzen. Okay. Cool. Also, dass ich jetzt den Herzschlüssel jetzt schon habe, finde ich eigentlich ganz nice. Bin ich ehrlich. Hier gibt's erstmal Munition. Das finde ich auch sehr nice. LOL. Auf einmal her. Okay, warte. So, irgendwo ist es. Okay. Wo bist du? Oben bist du. Scheißdreck. Scheiß Mistviech, ey. Ja. Bleib da, wo du bist. Boah, jetzt drehst du da deine Runden. Verdammt! Ich dachte, ich krieg dich damit, Alter. So ein paar Headshots oder so. Aber nix. Null! Warte. Beweg nur mal deinen Kopf. Scheiße. Dass du immer noch nicht runterfällst. Ja, das denke ich mir auch gerade. Nein. Oh nein. So. Haben wir es jetzt? Meine Fresse, Alter, du hast auch schon wieder. Du hast aber auch schon wieder eine Menge Munition gefressen, mein Freund. War wirklich eine Menge. So, weil jetzt können wir nämlich den Helikopter löschen. Mit dieser Pumpe. Weil wir haben jetzt das Ganze umgeleitet, das ist da vorne raus, Bro. Jetzt pumpen wir mal ein bisschen. Pumpi pump. Und siehe da. Der Helikopter ist frei. So. Jetzt ist die große Frage. Finden wir. Hier finden wir noch ein bisschen Munition. Sehr gut. Können wir jetzt erstmal hier kurz nochmal nachladen. Weil Munition ist Mangelware. So, dann haben wir schon mal die 4 in die Hand. Wer bist du denn? Bleib zurück! Wo ist er hin? Scheißdreck. Fuck you! Alter, was ist er denn für ein Stressmacher? Er stresst ja mal gar nicht. Gar nicht. Lass mich in Ruhe. Okay. Let it go. Wir sind hier wieder zurück im Haus. So, Marv. Bist du da, Marv? Oh, Marv lebt sogar. Ja, Marv. Alles cool, Marv. Okay, Marv. Marv sitzt da noch ganz gechillt. Untersuchen. Ja, genau. Ja, mit dem Abzeichen, das war doch ein Dongle. Und hier geht es ins Stars-Büro. Warte mal, hier kann ich doch auch jetzt rein. Benutzen.
Und hier bin ich jetzt wo? Kombinieren, sehr gut. So, haben wir ja sonst nichts weiter, okay. Warte mal nach. Durch hier. Ah, nochmal so ein, so ein Save. Jetzt aber. Meine Güte. Das ist bei mir aber auch manchmal nicht so einfach. Bin ich ehrlich. So, dann haben wir die nächste Taste. Die nächste Taste für unsere, ne? Ist das denn fucking ernst? Du weißt doch nicht, dass ich jetzt hier bin. Wie willst du nur jetzt darauf gekommen sein? Zeit oder was ist mit ihm verkehrt? Oder muss ich mich einfach nur leise bewegen? Also ist er, weiß er immer, wo ich bin oder ist er einfach nur, ja, ist er einfach jetzt nur da, weil er da ist? Oder wenn ich leise bin, weiß er nicht, wo ich bin. Das wäre natürlich auch geil, das wäre natürlich auch awesome, oder? Also einfach mich leise bewegen. Ja, so viel zu leise. Nice. So muss das sein. So und nicht anders, Freunde. Gehen wir ganz leise. Langsam und leise. Zu dem Raum, wo wir die Taste einsetzen könnten. Und zwar hier rein. Und zwar super leise. Was? Damit er nicht mitbekommt, dass wir hier sind. Versteht er? Versteht er? So, jetzt können wir nämlich sagen 2, 0, 3. Achso. Enter. Und 1, 0, 3. Ja, haben wir. Und 1, 0, 3. Back, back. 0, 3. Enter. Wer Stevies Let's Play verfolgt hat, weiß, dass er diese Kombination nicht genutzt hat. Und übrigens auch, ne, ich weiß, wenn Stevie jetzt hier zuschauen sollte, ja, Stevie, erstmal hallo. Und ja, ich weiß, das triggert dich hart, dass mein... Ich räume das nicht auf, ne? Also, kannst du vergessen. Da sehe ich mich gar nicht. So aufräumtechnisch, ne? Also da bist du bei mir an der falschen Adresse. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was... Oh Gott, nein. Marv macht. Aber Marv. Also eins sage ich euch, Freunde. Ich werde Marv nicht töten. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Der Wichser, er wusste ganz genau, was ich mache. Die dumme Sau. Ich bin weg. Meine Ruhe! Lass mich doch los! Also eine Rotze. Der ist auch verdammt schnell. Also für seine Verhältnisse. Zurück zu dem anderen Dude. Meine Güte. Das war jetzt aber... Geh weg. Ich baller hier alles raus, ist mir scheißegal.
Okay. Reparaturplan. Okay, shit. Wir bräuchten jetzt hier Stuff. Nein, den Stuff, den hätte ich ja gerade holen können. No. Ist er wieder hinter mir? Er ist nicht hinter mir, oder? Er ist nicht hinter mir. So, jetzt gehen wir mal hier an dem vorbei. Doch nicht! Ganz schnell dahin zum Uhrenwerk und die Uhr machen. So, du musst. Nee, du bist zu klein. Du fieses Ding musst dahin, richtig? Richtig. Benutzen. Okay, nee, du musst nicht dahin. Wo musst du denn hin? Weil das ist doch hier viel zu groß für. Oder? Nö, ist es nicht. Denn jetzt? Jetzt kommt hier eine Leiter runter. Na, da geht's hoch zur Leiter. Oh Gott. Das ist hier alles Stress. Kleines Zahnrad. Okay. Hab ich ein kleines Zahnrad. Ach, pass auf. Das kleine muss da unten rein. Das große muss ich wieder rausnehmen und muss das große hier oben einsetzen. Kann das sein? Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, das kleine muss hier rein. So. Das große muss ich jetzt von da vorne wieder rausnehmen, um das denn oben einzusetzen. Weil die Leiter ist ja jetzt unten. Genau. Und der Zustand bleibt ja bestehen. Irgendwas passiert. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas wird dann passieren. Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Das Ding bewegt sich. Okay, cool. Cool, 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 cool. Heißt jetzt im Umkehrschluss was? Ah, die Uhr funktioniert wieder. Und erfolgen die Glocken. Ist auch gar nicht aufgelöst. Alles nur für so ein Mini-Teil. Ist okay. Kann man? Hat geklappt. Ja, okay. Kann man machen? Hätte man sich das nicht eventuell auch einfacher machen können, indem man versucht, das leise rauszuhebeln? Ohne Idee. So, dann lass uns das mal gleich uns. Nee, kombinieren nicht. Untersuchen. So. Öffnen wir das nämlich gleich. Dann haben wir nämlich gleich noch das zweite Elektronikteil. So, damit haben wir jetzt zwei Elektronikteile. Den einen Schlüssel können wir wieder abgeben. Wir haben ein Heilkraut, was wir jetzt direkt benutzen werden. Gut, wir wollen zu dem Türschaltschrank. Und da werden wir jetzt erstmal hinlaufen, damit wir die Elektronikteile einsetzen können. War doch hier, oder? Ja, war hier. Sehr gut. So, dann können wir nämlich die Teile hier soweit benutzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das muss so lang, das muss so lang. Das muss so lang. So wird ein Schuh draus. Sehr nice. Was gibt's hier? Ein Telefon. Wer möchte uns da anrufen? Hallo, hallo, hallo? Jemand da auf der anderen Seite? Ja, nun nimm doch ab. Wo war der doch nicht so lange? Meine Fräse, Alter. Hallo? Hallo. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ist das der Polizeichef? Wenn ja, ja, wir haben noch eine Rechnung offen, wir beide. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre, das kann, wenn sie ihr wehtun. Wie zum Teufel kann er eigentlich auf die Kameras zugreifen? Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Was ist denn für ein blödes Ding? Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei.
muss es hier rausgehen. Ah, jetzt spiel ich die kleine Maus. Cool. Das muss man mal ganz kurz angucken. Was ist das hier? Space. Was war denn hier Feines? War hier ein Geheimfächlein? Verwitterter alter Steinblock. Okay. Cool. Was mache ich damit? Vielleicht muss ich den irgendwo einsetzen. Man weiß es nicht so. Was ist das hier? Meine Güte, das war jetzt aber auch gerade anstrengend. Besser. Komisch, komisch, komisch. Jetzt haben wir auch eine Schere. Können wir mit der Schere uns eigentlich verteidigen dann? Nö, nee, wir schneiden uns einfach einen Weg frei. Cool, weil da ist ein Loch. Damit kommen wir hier einfach durch, was okay. Was ist das hier? Das ist ein Überwachungsraum, den er hier genutzt hat. Jetzt spritzen. Alter, was ist denn mit ihm verkehrt? Wo sind wir hier? Okay. Was ist hier sein Begehr? Sallys Tagebuch. 4. Januar, ich liebe Mittwoch. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar. 10. Januar, heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar, heute kommt das Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kreiertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Ach du Scheibenkleister. Der Typ, der uns eingesperrt hat, ist zeitgleich auch noch der Waisenhausbesitzer, ja? Na, das kann ja was werden. Das heißt also, ich muss jetzt hier mich hier irgendwie sneaky-mäßig rausschleichen? Fast geschafft. Das ist nur die Frage. Kriegt ihr das mit? Oder ist einfach nur blöd? Und vor allen Dingen. Okay, ich hab noch mehr. Also, das muss die Tür hier raus sein. Psst, nicht so laut. Ja. Hab ich mir gedacht, ohne Schlüssel. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Ist kacki. Okay, okay. Also, wir brauchen den Schlüssel, um hier rauszukommen. Wir dürfen uns wahrscheinlich von dem Typen nicht fangen lassen. Oh nein! Er ist das! Wo ist er denn? Er ist im Nebenraum. Tagebuch, wenn du das liest, ruf die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Will, was? Pfeil, schwarze Männer. Hilfe, sie kommen, Hilfe, Mami. Ach du Scheibenkleister. Was ist denn. Was macht er denn hier? Tut er? Okay. Ach, hier gibt's irgendwo einen Schlüssel. Nee, hier gibt's einfach nur eine Frau, die auf dem Busch liegt. Da ist doch ein Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Sei leise. Wo willst du hin, Sherry? Ja, weg von dir. Wo sonst? Du solltest doch da bleiben. Ja, du solltest doch da bleiben. Du musst lernen zuzuhören. Ja, du musst lernen, dass du das nicht machen kannst hier. Nur bitte! Das
du hier gerade machst. Du musst dir Manieren beibringen. Ah! Richtig so. Ah! Und deines Mistwerk. Das wirst du bezahlen. Ah, du kleine Kröte. Gut. Okay. Das wirst du noch bereuen. Ja, ich bereue es überhaupt nicht, Fräulein. So, okay, warte, wir müssen wahrscheinlich nach oben. Irgendjemand, bitte! Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Das ist gar nicht. Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken. Eieiei. Schon zweimal nicht hinbekommen. Jetzt ist die große Frage, muss er einfach nur weg sein? Oder brauche ich den Schlüssel halt? Aber die Tür ist zu. Das habe ich schön gesagt. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Oh Gott, oh Gott. Ach, das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Da hat er sich gestoßen. Das ist deine letzte Chance, verdammt! Jetzt ist die große Frage. Sieht er mich hier? Sofort! Eigentlich, oder bin ich hier wirklich gut versteckt? Ah, Scheiße! Das brennt! Lass uns die Tür ganz schnell zumachen und ihn da drin einschließen. Scheiße, wo ist mein Schlüssel? Ich sehe dich. Kannst ja. Das kleine Mädchen bin ich hoffentlich schneller als du, mein Freund. Du bist nämlich alt und langsam. So, und jetzt bin ich nämlich draußen. Was? Geht nicht auf? Oder auch nicht. Bitter Versuch, Sherry. Hat der jetzt alle Türen hier abgeschlossen? Schließ doch wenigstens ab, wollte ich gerade sagen, ey. Ich komme rein, Sherry! Alter, der ist ja auch gar nicht. Komm hierher, kleines Miststück. Gar nicht crazy, der Typ. Das Spiel ist aus. Nein! Jetzt kriegst du Ärger. Was willst du machen? Oha. Lief jetzt mal, glaube ich, anders als erwartet. 30 Minuten zuvor. Ja. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Schön, schön. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ja. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger oder Sherry ist tot. Ach, den Anhänger, den sie verloren hat. Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Ach, ja, mit seinen Drogen. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus. Waisenhaus. Wo ist das? In der Nachbarschaft.
Du findest es schon. Ja, okay, okay. Ist Cherry okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Miss Kell, wenn sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Das Gute ist, wir wissen zumindest schon mal, er wird das Verdammt. Ganze nicht überleben. Schlechte ist, Claire weiß es leider noch nicht. Garagenschlüsselkarte. Damit können wir jetzt endlich hier aus der Garage rauskommen. Sehr gut. Du schon wieder? Lass mich doch in Ruhe. Er ist gelähmt. Damit können wir erstmal uns verdünnisieren. Wir nehmen hier ganz kurz. Combination. Ganz schnell weg. Weil ich habe die große Angst, dass Johnny uns gleich da verfolgt. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Was können wir hier draußen machen? Jetzt wieder Polizeiautos. Krankenwagen. Gibt's denn hier irgendwas im Crankwagen? Das Heilung? Munition? Irgendwas? Oder vielleicht? Oh, ein Panzerfahrzeug. Oh Mist! Ist wohl nicht der richtige Weg. Ach was, ja, und weiter? Können wir hier durch? Nee. Muss ich hin? Ich sehe nichts. Kann ich hier runter? Nein. Ist der Typ hinter mir? Doch, da ist er! Fuck you! Warum stresst denn der mich jetzt so? Das war doch bei Steven in seinem Let's Play, war das doch gar nicht so der Fall, dass der einem so genervt hat. Scheiße, der ist verdammt flink unterwegs. Und wir sind irgendwie gefühlt sehr langsam. Oh, warte mal, kommen wir hier durch? Okay, auf geht's. Geht wohl nur hier weiter. Okay. Hey, du, ich nehme alles, was ich nehmen kann. Und wenn es dieser Weg ist, dann ist es dieser Weg. Ja, da, guck mal hier, Umbrella. Wo sind wir? Kurz, knapp und knackig. Gar nicht. Du kriegst hier. Kurz, knapp und knackig. Ein paar ins Gesicht. Was ist das? So. Kurz abgeballert. Kurz weggeballert. Okay, nice. Gibt's Munition? Irgendwo? Irgendwas? Irgendwie? Wo sind wir? Okay, wir rennen einfach weiter. Basketballplatz. Ja. Cool. Ach, noch mehr Hunde wieder. Kombinieren. Mitnehmen. Ich hab mal jetzt auch erledigt. Ich hab mal auch erledigt. Alter. Okay, let's go. Weiter geht's. Jetzt durch den Bus. Mich rein. Was ist das? Kombinieren? Okay. Also wie gesagt, ne, ich
das hier nicht lange. Also ich facke hier nicht lange. Munition ist da, um sie zu nutzen. Wen auch immer wir jetzt da gerade aufhalten. Auf jeden Fall sehr effektiv. So. Hey, für den. Hallo! Ich habe den Anhänger! Ja, ich muss aber erstmal gucken, wo der Bösewicht ist. Wie er zum Beispiel. Schuld. Warum lebt der überhaupt noch? Rödlich. Oh Gott! Weg von hier. Verdammt, William! Oh mein Gott! Okay. Und er war jetzt ein Wirt? Okay, ich hoffe wirklich, dass du tot bist. Oh, wo ist die kleine Marke? Mausi? Bist du hier? Mäuschen? Wo bist du? Du bist runtergegangen. Na dann folgen wir dir mal. Gucken, wo du jetzt hin bist. Ich hoffe, dass wir dir jetzt hier auch gleich helfen können. Bist du hin? Sherry? Sherry, wo bist du? Wie ist das alles miteinander hier? Was ist das hier für ein Untergrund? Claire! Sherry? Ich bin gleich da! Ja, nice. Nicht so nice. Der Typ schon wieder. Hinter dir! Nicht anhalten! Immer weiterlaufen! Immer weiterlaufen! Ja! Dann weiter! Immer! Nicht zurückgucken! Immer weiterlaufen! Immer hier rein in den Fahrstuhl! Sehr Sherry, gut! Komm schon. Kannst du ihm eine Granate ins Gesicht drücken und. Okay, ey, so geht's auch! Ist das hier Vater? Oder? Das war mal ihr Vater? Oh oh. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Mit ihm da unten. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Claire, geht es dir gut? Oh doch. Hörst du mich? Claire? Claire, du musst aufstehen. Er wird uns kriegen. Wie? Wach auf! Wach auf! Ich bin der Meinung, dass ihr Daddy immer noch halbwegs da ist. Wach auf. Wach auf. Was ist denn jetzt los? Öffne die Augen. Halt still. Wer bist du denn? Nicht infiziert. Was zur... Wo kommst du denn auf einmal her? Wo ist die kleine Maus? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Okay. Sie wer bist du? Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Was denn für eine Lage? Wer sind sie? Da draußen geht's ab. Ich bin Claire. Was willst du denn da abklären? War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Redet sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Kann sie auch mir mal eine Frage beantworten? Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Okay, du bist die Mutti. Dann sag dir doch von vornherein, du Nase weißt du, ey. Wirklich. Du hast deine Tochter ist. Dann hätte ich die hier mit der. Ne? Wo ist Sherry hin? Shit. So, dann gehen wir jetzt mal gucken, wo ihre eigene Tochter ist. Weil sie uns ja die Frage nicht beantwortet. Die tolle Sherry? Annette. Kannst du mich hören? Sherry, Sherry, Lady. Na, 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 na. Na, 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 na.
Wo sind wir denn? Jetzt riech ich die Scheiße. Jetzt, ja. Ja, das riecht. Das ist vollkommen korrekt. Okay. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Was können wir jetzt machen? Nice. Okay, cool. Standseilbahn. Hier? Okay. Also hier geht's auf jeden Fall gut ab. Geht ab. Nichts hält mich am Boden. Alles bloß wunderbar. Lol, ich hab dich doch gerade weggeschmeckt, wie sonst was. Okay, warte. Ist noch einer? Ist noch so einer? So. Ich hoffe, ihr haltet jetzt alle drei eure Fräse. Ist ja hier unmöglich. Oh, wir hören Cheryl? Was ist Sherry? Sherry. Ich hab dir gesagt, ich kann hier nicht weg, bevor meine Arbeit fertig ist. Das sagst du doch immer. Sherry? Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Warum lässt du die jetzt hey, da unten? Sherry! Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast nicht abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Ist jetzt ihr Ernst, dass sie ihre eigene Tochter in so einer Mülldeponie einsperrt? Sherry. Und mit ihr redet über... Sherry, ich komme! Über die Kameras? Halte durch, Sherry. Bin gleich da. Aber was ist denn da für eine Mutti? Ja, ganz ehrlich, das ist ja hier... Das ist ja unfassbar. Was ist das für eine Mutti? Ich sag's, wie es ist. Das ist eine Scheiß-Mutti. Gucken einfach mal irgendwelche Knöpfe. Ah, nice. Okay, damit kann ich da rüber. Schon mal zu wissen. Das ist nämlich halt nur die Frage, wie kommen wir denn zu dieser Cherry? Vor allen Dingen, warum... Also, die Mutter, die ist echt... Also, so eine Mutti. Ganz ehrlich, ne? Also, ist ja mal richtig kacke. Und zwar richtig, richtig. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt den Drehknauf. Nice. ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Aha. ID-Armband. Ist ja jetzt schon wieder ein ID-Armband. What the fuck? Was bist du denn? Hier. Vergiftet? Warum bin ich vergiftet? Nutzen. Bin ich nicht mehr vergiftet. Und dann gehen wir raus. Was? Wo kommst du denn auf einmal her? Alter. So, jetzt kommt er hier. Warte kurz. Ausrüsten. Viel Spaß, Leute! Der war mal nicht schlecht. Muss ich ja mal sagen, der war sogar recht nice. Okay. Okay.
Okay, nee, wir müssen hier hin. Oh Gott. Die sind überall. Das war jetzt aber not so nice. Hier, komm, 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 komm. Heftiger Tobak hier, meine Fräse. Diese Viecher, die sind echt fies. So, jetzt können wir hier hinten, wo auch immer wir jetzt gerade sind, einfach durch sneaken. So, hier kann ich nichts reinpacken. Hä? Kann ich irgendwo raus? Hier kann ich raus, cool. Hier ist auch nichts drin. So, warte mal, hier können wir was rausnehmen. Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt mal mit. Damit kann ich ja bestimmt den hier öffnen, ne? Ah, okay, verstehe. Sehr gut. Mit dem wiederum kann ich hier nicht rein. Schade. Aber damit komme ich hier hoch. Cool. Dann nehmen wir uns den König mit. Benutzen. Damit ich das da mitnehmen kann. Elektroschockgewehr. Diese Waffe feuert Metallhaken, auf dem das Ziel durch die Strom geschickt wird, solange die Waffe auf dem Gegner gezielt halten. Okay, wenn sie allerdings zu viel Strom durch die Drähte schicken, brennen sie diese nach einem letzten Stromstoß durch. Dann öffnen wir jetzt mal hier die Sachen. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz den nicen Hinweis an. Ich bin ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander und die Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay. Hier haben wir den Springer. Haben wir gesagt, Turm und Springer? An derselben Wand. Das heißt, hier kommt dann der Turm rein. Hier kommt dann die Dame rein. Richtig? Du nicht, das ist nicht meine Stärke. Ja, es ist auch nicht meine Stärke. So, dafür kommst du da rein. Und du da rein. Da dürfte es jetzt wenigstens sein. So sieht es nicht aus. Ich gab ja nur noch diese Kombination. Daher. So. Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Ganz kurz gucken. Inventar. Geht so. So, dann gucken wir mal, was unsere Cherry macht. Der Strom muss aus sein.
Jetzt müssen wir wieder den Strom einschalten. Es hat eine Hin- und Her-Gegurke hier. Der Strom muss aus sein. Wir müssen den Strom einschalten. So, machen wir an hier. Flup, flup, flup. So sieht's aus. Strom an. Sehr nice. What? What? Kannst du nicht einfach hier gegen die Tür klopfen? Und mir eventuell einfach aufmachen? Ja, du bist ja... Ja, jetzt bin ich auch. Doch durch. Okay, wir sind weg. Ja, das ist ja auch nicht so. Also, würdest du mich nicht so angreifen, wärt ihr nicht so wild. Aber du greifst mich an. Das ist mein größtes Problem. Gut. Eine Blend Grenade. Ein Mesur. Ganz kurz B nutzen. Danke. Alter. Töpfchen drücken. Eine Überraschung für dich. Nicht so nice. So leid, Sherry. Na? Das dauert alles ewig. Ja, das ist wirklich... Das ist nicht schön. Und hier kommen wir direkt wieder zurück zu Sherry. Hier ist klar. Dann holen wir mal die Sherry. Mami ist hier. Was? Wie, Mami ist hier? Sherry, hörst du mich? Oh nein. Ey. Sherry? Diese Annette. Claire? Ja, was? Okay. Wenn du dich nicht um deine Tochter kümmerst, dann muss es anscheinend jemand anderes machen. Kackbratze, ey. Was tust du da? Ja, deine Tochter helfen? Retten, du Naseweiß. Sherry bekam's implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Was? Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei. Richtig so. Warte. 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 Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist so. Nicht weit. Nie ist klar. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Auch das deiner Sherry? Tochter. Mami liebt dich, Süße. Ja, das sehe ich anders. Leb wohl.
Was ist denn mit ihr verkehrt? Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Die Alte, die verdient ja wirklich mal... Also die Mutter, nicht Claire. Wirklich. Wirklich, die verdient ja... ich weiß nicht, was ich mit der mache. So, wie kommen wir jetzt zum Labor? Wo ist das Labor? Achso, warte mal, wir können ja jetzt mit ihr... Labor ist nicht weit. Moment, die Standseilbahn. Standseilbahn? Da ist die Seilbahn, genau. Jetzt kommen wir an meinen Orientierungssinn wieder zum Vorschein. Wir sind fast da, Sherry. Wir sind fast da, genau. Wir sind fast da. Ja. Ey, die Mutter, wirklich. Die ist, Oh, gut. Mutter des Jahres, ganz ehrlich. Die Seilbahn. Nämlich nicht. Na, oh. Ja, durch das Armband. Ah, okay. Hm. Dass Sherry so ein Armband hat. Können wir die Seilbahn nutzen? Das ist natürlich auch hier. Sehr okay. Gut. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Okay, Sherry. Geht's bald wieder gut. Nice. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Ja, es gibt kein Zurück. Wir ziehen es jetzt durch. Wir müssen zum Labor, um der Mutti... Diese Bahn fährt zum Nest. Mal... Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ja, das habe ich nicht vor. Ich habe nicht vor, vorne auszusteigen. Freunde. Ja, okay, also... Meint ihr, Sherry schafft's noch? Ich habe keine Lust mit Claire, hey. Sherry. Ist du okay? Naja. Na, ihr wisst, was ich meine. Deine Jacke ist so warm. Ja, aber ist doch gut. Hab ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ja, ein bisschen ablenken tut immer gut. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ah. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Was ist das? Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey. Wie sagst du denn, das scheint so? Aha. Die blöde Mutter ist alles andere wichtiger als ihre eigene Tochter. Hey, halte durch, okay? Nicht, wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Okay. Das heißt, wir machen jetzt... What? Was sind wir denn hier? So, wir müssen ja eh erstmal runter, ja, weil ich kann ja eh nichts aufnehmen. Also ich gehe mal von aus, wir müssen ja dann auch wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück. Ich bring dir ein Heilmittel. Halt was einfach durch, Sherry. Ist okay. Lol. Okay. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Oh, das machen wir doch. Wir halten erstmal ein bisschen Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Ja, du musst mir das nicht 20.000 Mal erzählen. Das reicht auch, wenn du nicht mit einem erzählst. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Okay. Ich darf jetzt nicht durchgehen, oder was? Ich gehe trotzdem durch. Ich bin ein Rebell. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay. Sind wir hier? Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nee, hier kann ich nichts machen, okay. Muss ich hier... Kann ich sie hier ablegen? Erstmal? Dass ich ein Heilmittel gefunden habe? Hier ist gut.
Okay. Ich hoffe, wir kriegen das alles auch hin mit dem Heilmittel. Bis jetzt. Bin ganz ehrlich. Ich habe keine Lust. Also Marv haben wir ja auch überleben irgendwas lassen. Das muss doch hier sein. Und Antivirales Agens. Das ist das. Das Sherry. Muss es sein. Da werden wir ja jetzt auch nicht was machen. Also wir hoffen mal jetzt nicht, dass sie sich verwandelt. Hey Sherry. Ich muss gehen. Alter, du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Der geht's ja nun richtig mies. Ah, oh, wow, wir haben ein Idea-Armband bekommen. Toll. Wir müssen jetzt erstmal das Labor erkunden. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Okay. Gäste haben keinen Zutritt. Ja, Gäste haben keinen Zutritt, ist ja gut. Wir haben ja das blaue Band, sag ich schon. Das grüne Band von Cherry bekommen. Womit wir ja so ein bisschen mehr machen können. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ach du schöne. Schöne Geschichte. Da ist auch noch einer. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ein Upgrade bekommen, weil durch diese blauen Türen kommen wir nicht durch. Durch diese Türen hier schon. Jetzt mal. Und. Auf Wiedersehen. Oh, der war nicht gut. Warte mal, wir probieren mal. Nee, wir nehmen mal die hier. Was zur Hölle? Das hat der überlebt? Okay. Ich hätte gehofft, dass die Munition ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Durchschlagskraft hat. Aber, nö. Oh, hier ist jemand. Du Arschloch. Grill. Lecko mio. Alter, die ist aber wirklich... gegrillt. Komm hin. Jawohl! Damit sind wir jetzt Mitarbeiter. Gut, nein, kommen wir jetzt nach vorne durch den Haupteingang, durchs blaue Tor. Schauen wir mal. So. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, okay. Chief Cartwright braucht irgendwas von uns. Und... wo sind wir denn hier gelandet? Okay, dem geht's auch nicht mehr so gut. Also, ist das Antivirus im Westbereich? Gut, gucken wir mal, wie wir jetzt hier die ganze Sache aufkriegen. Wonderful! Wir können die Brücke öffnen. So, anscheinend gibt's aber noch mehr Codes. Ah, jetzt die grünen, blauen. Es gibt hier noch so ein Violett. Oder Lila. Nicht Violett. Was haben wir hier? Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Ja, ist ja gut. Führungspersonalrechte für Blablub. Hast nicht gesehen. Ist. Ja, gut. Wir werden uns jetzt noch die Armbänder allesamt besorgen. Ja, gucken wir erstmal, was wir hinten noch so finden. Und dann schauen wir mal weiter, wann wir hier die anderen Armbänder finden. Ne? Also, muss man ja auch sagen, die... Armbänder sind anscheinend sehr, sehr, sehr wichtig. Irgendeine Art und Weise. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Eieieiei. Aber hier kriegen wir unser nächstes Bändchen. Da leuchtet's. Aber das ist ja schon das große Bändchen, also das violette Bändchen. Das ist okay. Oh Gott. Das ist furchtbar. Ja, das ist richtig. Das siehst du vollkommen korrekt. Was haben wir hier? Hier brauche ich wieder den Stufe 3. Okay, also wir brauchen erstmal Stufe 3, damit wir dann danach Stufe 4 kriegen können. Was ist das denn hier? Aha. Lösung wird zerstört. Ah, okay. Also hier müssen wir eine Lösung reinpacken, damit wir die... Pflanzen, die wir da so sehen, ein bisschen wegkriegen. Okay, wir können so eine Kartusche mitnehmen. Ah, guck mal an, was haben wir denn hier Feines? Hier können wir die Sachen Combination benutzen. Genau. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Warte mal. Das muss ich jetzt tauschen. So, jetzt. Dann das tauschen.
und das abfüllen. Richtig? Richtig! So, damit haben wir jetzt die Kartusche hier abgefüllt. Bisschen hin und her. Aber es ging. Und jetzt können wir mit dem, glaube ich, das Ganze versprühen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Werden wir uns das gleich nochmal angucken, oder? Ja, schauen wir uns mal kurz benutzen. Schauen wir mal. Nee. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Aha. Außerhalb des... was? Puh. Alter, hier ist aber frisch. Verdammt. Hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr... träge. Ja. So, das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding... die Temperatur jetzt auf jeden Fall minimieren. Um dann die ordentliche Temperatur zu bekommen. Und dann die Säure zu versprühen, damit dann das ganze Gewächs da rausgeht. Alter, sieht zwar nice aus. Schon. Dann kriege ich nämlich das Armband von dem anderen. Wenn der Nase runterfällt. Ich glaube ja. Kühlvorgang abgeschlossen. Okay. Also können wir jetzt erstmal wieder zurück zum Labor, um das Mittel einzudütteln. Dann sehen wir uns da gleich wieder. So, dann sind wir jetzt hier angekommen. Wir können jetzt hier unser neues nices Mittel benutzen. Dann können wir jetzt hier gleich die Pill-Doktore abholen. Lösung wird zerstäubt. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wenn jetzt die Lösung eh zerstäubt wird. Alle Viecher, die jetzt da drin waren, sind ja hoffentlich jetzt kaputt. So viel zum Thema Unkrautbefall. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ja. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Okay. Achso, hier komme ich nicht rum. Der steht natürlich wieder auf. Die stehen alle wieder auf. Ey, die sind alle so gemein zu mir. Ey, so, warte kurz. Ausrüsten. So, Boys and Girls. Please come here. Ja, jetzt haben wir Level 3. Und mit Level 3 können wir doch wieder zurückgehen. Und könnten doch jetzt mit Level 3 die andere Tür öffnen. Also hier, ne? Die andere Brücke, meine ich. Gidi! So, auf geht's. Brücke ist gefunden. Genau, und unsere Hauptaufgabe ist ja immer noch, von unserer Top-Mutti hier, die Tochter, ja, irgendwie ein Antivirus zu finden für die kleine Marke. Für Cherry. Okay. Also jeder Resident Evil-Teil sagt mir jetzt eigentlich, geh nicht weiter. Aber wir gehen weiter, because we can. Das sieht sehr nach Bossfight hier gerade aus. Bin ich ehrlich? Habe ich ein bisschen Schiss vor. Okay. Und es wird nicht besser. Das sieht nicht gut aus. Gut aus. Ich finde das nicht so schön. So, warum finde ich hier... Also warum habe ich hier A, einen Safe Point? Und B, warum finde ich jetzt gerade hier so... nicht gerade verkehrt so viel Munition? Was soll ich jetzt hier reinpacken?
Ich hab doch gar nichts. Verdammt. Oh, sieh mal an. Toll. Das Medaillon von Cherry. Stimmt. Oh ja. Hab dich. Und jetzt kann ich mit dem Ding wieder zurück zu Sherry, um... Gott sei Dank. Zu Sherry zurückkehren. So sieht's aus, ne? Gehen wir mal wieder zurück zu Sherry. So, ich hoffe jetzt, dass mir hier auf dem Weg hierhin nichts passiert. Aber... vergebens. Kann ich jetzt eigentlich einfach wegrennen? Wäre das eine Option? William! Okay, anscheinend nicht. Das endet jetzt. Was hat sie für eine Lösung? Hat sie auch einfach nur eine Säure-Dings da reingeschmissen oder war das eine andere Lösung? Was ist dieses Ding? Na? Das war mal mein Mann. Shit. Das ist wirklich Sherrys Vater. Oh Leute, es war auch noch der Typ. Sie ist meine Schöpfung! William! Ich glaube, das bringt nicht mehr viel. Das ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht, wieso. War er nicht gerade schon tot? Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Das ist aber traurig. Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie. Oh oh. Ich glaube, das ist Moody aus. Ich mach das! Okay. Alter, der mutiert ja immer noch. Was ist denn mit ihm verkehrt? Nein, William! Ich glaube, dass die Lösung nicht bringt. Bin ich ehrlich? Nein! Achso, und jetzt fährt sie ihn. Ich mach das! Oh nee, meine Güte. Kümmern Sie sich um Sherry. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Bitte was? Auch Munition. Irgendwas. Von mir aus auch Grenades. Nein, 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 nein. Bisschen. Ja, moin. Zack. Fängst dir noch ein paar. Hilfespray, das werde ich brauchen. Munition, das müssen wir kombinieren. Hallo! Ich baller dich so zu mit Säuregranaten, wie es nur geht. Kombinieren! Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Kann ich hier ganz kurz Pause? Stop and go. Lass mich. Endlich. Jawohl. Oh, leco mio am S. Meine Fräse, ey. Das? Ziel wurde eliminiert. Quarantäne aufgehoben. Das war gar nicht so einfach. Bin ich ehrlich. Das war jetzt echt anstrengend.
aber wirklich anstrengend. So, wir werden jetzt ja auch alles, natürlich nochmal absuchen. Jetzt hätten wir alles. Und dann fahren wir doch mal nach oben. Auch wenn es uns gerade nicht so gut geht. Ne? Muss man ja auch sagen. Und jetzt kommen wir hier wieder zurück, ne? Genau, weil wir müssen noch zurück zu Sherry. So, ich hoffe, dass uns jetzt hier auf dem Weg hierhin keiner jetzt hier irgendwie Radau macht. Aber ich sehe es anders. Pass auf, jetzt gehen wir nämlich hier hin. Und pass auf, jetzt passiert da hier auch gleich irgendwas. Irgendwas Böses passiert da jetzt auch. So, wir müssen zu Sherry. Sherry dürfte hier hinten sein. Dann gucken wir mal, wie es der kleinen Marke geht. Ob sich die Mutti jetzt wirklich darum gekümmert hat. Oder nicht. Hat sie. Sehr gut. Wenigstens eine Sache, die Mutti hinbekommen hat. Hey. Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Annette? Sherry. Sherry. Wie geht es dir? Okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Ja, ich glaube, der Mutti geht's wirklich nicht so gut. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Warum? Gott sei Dank. Achso, also um zu gucken, ob sie wirklich geheilt ist. Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das? Sehr gut. Nur geht's der Mutti nicht so gut. Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg. Sorg dich nicht um mich. Bring meine Tochter in Sicherheit. Sie geben uns ihren Schiff. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Ja, du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Virus erkannt. Ablegung der Anlage eingesetzt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode? Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Also. Halte meine Tochter. Wenn der G-Virus das Gebäude verlassen hat, ist eine Selbstzerstörung dann echt noch kleppen. Oh Mann. Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Lebowohl sagen. Komm. Bitte sag ihr. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Das ist nicht so schön. Ist sehr traurig. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu. Wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Oh Mann. Ja, krass. Level Chipper. Wir haben jetzt die Admin-Passwörter oder Administrations. Sherry, kannst du schneller laufen? Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber wir müssen los. Kein Zugang erlaubt. Oh, warte. Falsche Richtung. Sherry, ja. Wir sind ein bisschen falsch gelaufen. Sorry. Okay. Das heißt, wir flüchten jetzt aus dem Labor mit Sherry. Bist du da? Ich laufe hier einfach drauf. Bild los hier, verstehst du? Du bist Sherry noch gar nicht da. Sherry! Bitte dranbleiben! Lass uns schnell hier abhauen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar ganz schnell.
Gott, das ist ey, wirklich. Vor allem bei einer Selbstzerstörung wirklich den Fahrstuhl nehmen? Weiß ich nicht, ob das so ist. Funktioniert so? Ach du Scheiße. Ja, dann ist. Claire? Wird. Ja? Nicht gut. Danke, dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin Ach, auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Ja, kann jetzt sein, dass wir auch noch gleich noch eine Runde überrascht werden von irgendwem. Irgendwas. Irgendwie. Komm, lass uns hier raus. So schnell, wie es geht. Sherry? Ja. Alter, okay. Ich bin hier einfach ein bisschen ruhig. Sherry! Bleib bitte dran, bleib bitte dran. Sehr gut. Ja, nee, ja. 10 Minuten. Sherry, lauf! So, die Detonation. Lass dich von den Viechern hier nicht grabbeln. Einmal dran vorbeilaufen, Sherry. Sherry! Einfach dran vorbeirennen. Mit Sherry. Wir müssen runter hier. Eieiei, wir haben nur 10 Minuten, bis das hier alles in die Hose geht. So, Sherry, kommen wir hier durch? Natürlich, das ist Mistteil verschlossen. Natürlich! Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Was? Oh oh. Mann, verdammt mieses Teil! Ja, das hängt mir auch dran. Okay, Freundchen. Klatsch. Moment. Sherry? Ein bisschen? Ein bisschen schneller? Nur ein bisschen. Danke. Sherry, danke, danke. Gut gemacht, Sherry. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein sehr gutes Team. Komm schon, Sherry. Sherry! Bist du noch hinter mir? Sherry! Jawohl! Bist du durch? Ich bin direkt hinter dir! Das sehr gut, sehr gut! Ich glaube, wir sind hier fast drauf! Ja, ja, wir haben's gleich geschafft! Claire! Vielleicht können wir die benutzen! Was? Versuchen wir es! Wer? Wo? Wen? Was? Wen willst du benutzen? Was ist das denn? 8 Minuten bis zur Detonation. Ja, 8 Minuten. Wo müssen wir denn hin? Kann ich hier rein einfach? Nee, doch. Muss aber erstmal das Ding hier öffnen, wahrscheinlich. Nein. Nein. Wegwerfen, ist mir egal. Ja. Ich will das da. Was muss denn jetzt da rein? Was muss da jetzt rein? Hab ich was verpasst? Verbindungsstecker. Was machst du? Okay. Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Richtig. Du bleibst okay. Schön da, wo du bist. Ich bleib hier, ich verspreche es. Ich verspreche es. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Ja, so vorsichtig, wie man sein kann, würde ich sagen. So, jetzt ist die große Frage. Die muss ich jetzt hier reinpacken, richtig? Nutzen. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay, funktioniert. Claire! Was? Was? Wer bist du denn? Leon? Leon? Du bist auch hier unten?
Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Okay. Du musst hier raus. Schnell. Aber nicht unbedingt. Ich weiß, keinen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon. Mist. Ja, weiter? Also wir haben ja nur noch 7 Minuten. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier sagen könnten... wir warten jetzt noch 15 Minuten, bis du da bist oder so. Oh no. 7. Was bist du denn bitte? Warum stirbst du nicht eigentlich? Jetzt frag mich auch. Lololol. Okay, ich hab keine Heilung? Oder hab ich Heilung? I don't know! Meine ganzen Fick-Augen hier habe ich alle schon weggeprallert, Alter. Was eigentlich mit mir? Meine Augen. Da muss ich zu. Wo bist du? Okay, notierst du jetzt nochmal? Nicht. Schafft. Meine Phrase. Er hat auch der überlebt, aber auch lange, muss man ja sagen. Ne? Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, jo, easy. Claire! Ja, okay. Wir haben es geschafft. Ich bin hier. Nice. Jetzt kommen wir hier raus. Jetzt geht's raus hier. Now it's going out there. Hopefully, das ist schon. Automatisch werden einfach mal Züge und Waggons hinten rangeklatscht. Der Timer ist übrigens verschwunden. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft. Ich traue die Kugeln noch nicht so ganz. Auch wenn wir jetzt in einem Zug sind, der angeblich rausfährt. Aber... Oder? Na? Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Okay. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel. Oh, ja. Claire! Leon! Ich sehe dann jetzt auch immer dazu gekommen. Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Du hast nicht mit einem Millimeter gesagt, dass wir schaffen. Du hast einfach nur gesagt, Claire, bring dich. Rette dich. Flieh. Ohne mich. Kein Millimeter hat er weit gesagt, von wegen hier, wir schaffen das zusammen. Aber, nice. Das Game ist durch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß.
bei dem kleinen Mini-Let's Play. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr gerne so eine Videos in dieser Art und Weise weiterhin sehen wollt oder vielleicht doch ein bisschen anders wieder. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne auch ein Abo dalassen. Und wir sehen uns einfach bei unserem nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!